Hallo, herzlich willkommen zum weiteren Teil des Tutorials Integration mit MATLAB. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir denn aus den Kraftdaten, die wir in der Variablen fy gespeichert haben, hier, wie wir daraus den Beschleunigungsverlauf erhalten. Also, machen wir mal einen neuen Abschnitt. Wir wollen die Beschleunigung errechnen. Die vertikale Beschleunigung. Dafür brauchen wir einmal die Gravitationsbeschleunigung. G, welche 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Dann brauchen wir noch das Delta T, die Messfrequenz, welche 1000 Hertz beträgt. Das wurde ja mit 1000 Bildern pro Minute gemessen, beziehungsweise 1000 Samples pro Minute. Okay, ganz, ganz wichtig, hier kommt ein Punkt hin, kein Komma. Dann benötigen wir die Gewichtskraft, die erhalten wir, indem wir den Mittelwert bestimmen aus den Kraftdaten. Das können wir hier ganz gut sehen, wenn wir den Graph nochmal anzeigen lassen. Der Mittelwert, der liegt ungefähr hier und das sind ungefähr 800 Newton. 800 Newton, das entspricht einer ungefähren Gewichtskraft von 80 Kilo. Wir rechnen ja Newton, also 800 Newton durch 10, sprich durch die Gravitationsbeschleunigung, welche ja 9,81 beträgt, aufgerundet 10. Welche Daten benötigen wir noch? Neben der Gewichtskraft benötigen wir noch die Masse. Die erhalten wir, indem wir, wie eben angedeutet, die Gewichtskraft durch die Gravitationsbeschleunigung rechnen. So sieht es schöner aus. Und den Beschleunigungsverlauf erhalten wir, indem wir den Kraftverlauf durch die Masse rechnen und davon die Gravitationsbeschleunigung abziehen. Und soeben haben wir die Beschleunigung des Körperschwerpunktes bestimmt. In vertikaler Richtung natürlich. Wie geht es jetzt weiter, fragen wir uns natürlich. Also wir werden die Geschwindigkeit und Position des Körperschwerpunktes berechnen. Und wie machen wir das? Zuallererst brauchen wir ein paar Anfangswerte. Einmal für die Anfangsgeschwindigkeit, sagen wir mal, setzen wir diese mal auf 0 Meter pro Sekunde. Und die Anfangshöhe des Körperschwerpunktes setzen wir mal 1 Meter. Das ist ja in der Regel bei einem durchschnittlichen Menschen, liegt der Körperschwerpunkt ja oberhalb der Taille, also ungefähr schon 1 Meter über dem Boden. Yi gleich 1. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Konstrukt, zu einer Vorschleife in der Informatik, wird diese so genannt. Was die macht, werde ich gleich genauer erklären. Wir haben also einen Wert i, den sogenannten Iterator. Und der wird jetzt jeden einzelnen Wert in unserem Vektor ay abarbeiten. Das heißt, wir werden uns den ersten Wert anschauen und gehen bis zum letzten Wert. Das soll in unserer Vorschleife passieren. Mit einem End setzen wir dem Ganzen ein Ende. Die numerische Integration wird quasi auch hier im Schleifenkörper stattfinden. Also kommen wir zurück zur Vorschleife. Sehr viele Programmiersprachen, unter anderem auch MATLAB, definieren eine Vorschleife als eine Kontrollstruktur, mit der man eben Anweisungen mit einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen ausführen kann. In unserem Fall ist die Anzahl der Wiederholungen durch unseren Iterator i festgelegt, welcher jeden einzelnen Eintrag in unserem Beschleunigungsvektor abarbeiten wird. Dann fangen wir mal an, unseren Schleifenkörper zu befüllen. So, das erste, was wir machen ist, wir werden eine neue Geschwindigkeit definieren. Und zwar als vy i. Diese setzen wir gleich mit unserem vorigen Wert vyi am Anfang der Iteration ist unser Wert gleich 0. Dafür brauchen wir die Anfangswerte.
Das addieren wir wie bei der normalen numerischen Integration mit dem Produkt aus der Beschleunigung. Und zwar nehmen wir den ithen Eintrag im ersten Schleifendurchgang, den ersten Eintrag. Das multiplizieren wir mit dem ausgewählten Zeitschritt dt, welchen wir vorher auf 0,001 festgesetzt haben, da wir ja mit 1000 Hertz gemessen haben. Was benötigen wir noch? Wir benötigen die neue Position des Körperschwerpunktes. Das Vorhaben ist hier das gleiche, den alten Wert plus die Geschwindigkeit multipliziert mit dt. Jetzt tragen wir die neuen Werte für die Geschwindigkeit und für die Position in den Endvektor ein, den wir später auch grafisch darstellen werden. Und zwar an der i-ten Stelle. Das hier ist gleich v y i. Ups. Und das gleiche machen wir hier auch. An der i-ten Stelle setzen wir die neue Position ein für den Körperschwerpunkt. Und das und nicht viel mehr macht unser Schleifenkörper. So, zu guter Letzt müssen wir unseren Endvektor noch grafisch plotten, noch grafisch darstellen. Machen wir das mal. Also Ksp, ups. Ksp Verlauf anzeigen. So. Also plotten wir das Ganze mal wieder in einem Subplot. Wir wählen die erste Zeile, die zweite Spalte diesmal als zweiten Plot. Und genau, machen wir das Übliche. Get Current Axis. Setzen die Font Size, die Fontgröße auf den Wert FS, den wir zuvor festgelegt haben. 14 war es. Und dann plotten wir das Ganze mal. T, also die Zeit gegen den Beschleunigungsverlauf. Dann plotten wir noch einmal die Zeit T gegen den gegen die Geschwindigkeit. Und natürlich noch einmal T gegen die Position des Körperschwerpunktes, multipliziert mit dem Wert 10, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird. Und wieder setzen wir die Liniendicke auf den Wert 2, damit man es einfach besser sieht. Wir benötigen noch eine Legende. AY, VY und Y ein. Wir labeln noch einmal die X-Achse. Time, Sekunden, die Y-Achse labeln wir auch noch. Wir haben die Beschleunigung, Acceleration in Englisch. Die Einheit dafür ist Meter pro Sekunde Quadrat. Das müssen wir hier noch nicht schließen. So, weiter geht's mit der Velocity. Deren Einheit ist Meter pro Sekunde. Und zu guter Letzt kommt die Position mit der Einheit Meter. So, das Ganze haben wir jetzt geplottet. Wir wollen den Graphen auch noch anzeigen mit SHG, Show Graph. Und ich würde sagen, ich bin immer gespannt, was bei rauskommt. Die gelbe Kurve zeigt den Körperschwerpunkt an und die rote Kurve die Geschwindigkeit des Körperschwerpunktes. Wir sehen im roten Kurvenverlauf, dass die Geschwindigkeit ab und zu positiv, ab und zu negativ wird. Dann geht sie halt unter den Nullstrich. Und bitte denkt auch dran, um die wahre Lage des Körperschwerpunktes zu ermitteln, müsst ihr noch einmal die Kurvenpunkte durch 10 teilen. Und das, was ihr hier gesehen habt, das ist alles möglich mittels numerischer Integration. MATLAB eignet sich halt sehr, sehr gut für solche Geschichten. Okay, ich wünsche euch was.